Hallo, ich bin Melissa Chaye und ich stehe hier vor dem integrativen Montessori-Kindergarten in Münster. Aber Kindergarten ist nicht gleich Kindergarten. Was genau das Besondere an diesem hier ist, das zeige ich euch jetzt. Wieso ist es denn kein ganz herkömmlicher Kindergarten geworden, sondern unbedingt der Montessori-Kindergarten? Der Montessori-Kindergarten und gerade dieser Kindergarten bietet halt einen sehr kindzentrierten Ansatz. Das heißt, hier wird kein Kind versucht, nach irgendeiner bestimmten Regel zu erziehen, sondern es wird immer vom Kind ausgeguckt und eben auch weniger defizitär. Also was kann das Kind noch nicht, sondern was kann das Kind? Und Maria Montessori hat das einfach, hat ihr Konzept einfach unter dem Oberaspekt Hilfe es mir selbst zu tun, ja schon vor Jahren entwickelt. Und ich finde, hier wird Inklusion gelebt. Wir haben also jetzt 4 Gruppen in dieser Einrichtung. 2 Gruppen beherbergen Kinder von 3 bis 6 Jahren und 2 Gruppen Kinder von 1 bis 3 Jahren. Insgesamt haben wir 60 Kinder in unserer Einrichtung. Davon haben 15 Kinder einen unterschiedlichen Förderbedarf, einen erhöhten Förderbedarf. Mitarbeiterinnen haben wir in jeder Gruppe so 4 und dazu noch eine Motopädin mit einer halben Stelle, die das Bewegungsangebot für die 3- bis 6-Jährigen wöchentlich durchführt und ich bin hier als freigestellte Leitung in dieser Einrichtung. Wie sieht denn der Alltag der Kinder hier aus? Also die Kinder können morgens ab 7:30 kommen und wir haben bis so circa 10:30 das Freispiel in den Gruppen. Das ist die Freispielphase, in der die Kinder frei das Montessori-Material wählen können oder auch andere Materialien, die wir noch hier haben, wo sie sich nach ihren Interessen und Fähigkeiten und Fertigkeiten sich das aussuchen, was sie gerade interessiert. Dann gehen wir 10:30 in der Regel raus. Danach findet ein Sitzkreis oder Stuhlkreis statt, wird Geburtstag gefeiert und was es sonst noch so gibt. Dann kommt das Mittagessen, danach eine Zeit der Ruhe und Entspannung nochmal. Die Kinder werden entweder vor dem Mittagessen, aber in der Regel nach dem Mittagessen abgeholt und nach der Ruhephase. Und dann ist nachmittags nochmal eine Zeit der freien Arbeit und um 16:30 werden dann alle Kinder abgeholt. Das Montessori-Material ist in Kategorien wie zum Beispiel das mathematische oder auch das sprachliche Material eingeteilt. Während sich das Kind den Materialien widmet, erkennt die Erzieherin die sensible Phase des Kindes, in denen es besonders empfänglich auf seine Umwelt reagiert und geht auf seine Interessen ein. Wenn das Kind dann in das Material vertieft ist, lässt es sich nicht von seiner Umwelt stören. Stimmt es, dass jedes Material nur einmalig vorhanden ist? Und was ist sonst noch das Besondere an den Materialien? Ja, das stimmt. Das Material ist immer nur einmal vorhanden. Das hat den Grund, dass die Kinder auch Respekt vor dem Material kriegen und auch den Respekt vor dem Tun des anderen Kindes. Es hat ist so geschaffen, dass die Kinder damit gut arbeiten können und das ist ja auch so das, was wir hier den Kindern lehren wollen, dass sie vom Greifen zum Begreifen kommen. Also sie können das anfassen, sie können damit nach einer bestimmten Einführung, die es ja für jedes Material gibt, auch in Bewegung kommen. Ne? Durch Bewegung und durch Greifen speichern die Kinder das Gelernte viel mehr in ihrem Gedächtnis und so bleibt es einfach haften und es trägt kolossal zur Bildung der Kinder bei. Und was machen die Kinder am liebsten im Kindergarten? Lego. Ich spiele am liebsten Fußball und Tennis. Ich gucke mir am liebsten ein Buch an. Der Morgen hier war sehr spannend und ich habe viele Eindrücke aus den Gesprächen und der Einrichtung mitnehmen können. Und ich hoffe, ich konnte euch einen ersten Eindruck über die Pädagogik Montessoris und den Kindergarten verschaffen.